Der nächste Beitrag, den wir hören werden, ist von einer Freundin von Women Defend Rojava. Ich übergebe das Wort. Hallo, ich bin Katha von Women Defend Rojava, Köln. Wir wollen unser Mitgefühl und unsere Stärke und unseren Widerstand in Solidarität nach Südamerika tragen und sind heute hier und möchten uns dafür aussprechen. Danke zuerst einmal, dass ich hier sprechen darf. In diesen Tagen sind Konflikte, Kriege und Umweltzerstörungen an der Tagesordnung. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir zusammenkommen und uns nicht auseinanderteilen lassen. Nur durch einen gemeinsamen Kampf können wir erreichen, dass ein Leben in Freiheit, Frieden und Demokratie möglich wird. In der Geschichte der kurdischen Freiheitsbewegung jährte sich am 9.10. zum 25. Mal der Jahrestag des Komplotts gegen Abdullah Öcalan, den Vordenker und Mitbegründer der PKK und der Freiheitsbewegung Kurdistans, der bis heute in strenger Isolation auf einer Gefängnisinsel in der Türkei als Geisel gehalten wird. Abdullah Öcalan entwarf ein Paradigma, das inzwischen für viele Völker der Welt ein Licht der Hoffnung geworden ist und an dem auch wir als Women Defend Rojava unseren Kampf für eine gerechtere Welt ausrichten. Dieser Kampf basiert auf den Eckpfeilern Frauenbefreiung, demokratische Selbstverwaltung und Ökologie. Zu dieser Zeit finden auch in Straßburg seit mehreren Tagen Aktionen statt, mit welcher KurdInnen und InternationalistInnen für die Freiheit Abdullah Öcalans und eine politische Lösung der kurdischen Frage gekämpft wird. Leider werden dort die Aktionen auch durch Polizei und Staat eingeschränkt. Viele Aktionen, die angemeldet waren, wurden verboten. Dies ist nur ein Beispiel für die Repression, der die Freiheitsbewegung Kurdistans in Europa immer wieder ausgesetzt ist. Denn wir müssen klar erkennen, dass die europäischen Staaten und der Besatzerstaat Türkei enge Verbündete sind, sei es auf bürokratischer oder militärischer Ebene, wie zum Beispiel durch sehr hohe Rüstungsexporte aus Deutschland in die Türkei. Außerdem findet gerade im gesamten Mittleren Osten, sowohl in allen Teilen Kurdistans, ein völkerrechtswidriger Krieg der Türkei gegen die kurdische Bevölkerung statt. Erdogan bombardiert zivile Infrastruktur, die das Überleben von Millionen Menschen sichern soll. Er bombardiert gezielt lebenserhaltende Infrastrukturen. Dies nehmen wir nicht hin. Wir stellen uns klar gegen diese unmenschliche Zerstörungswut der türkischen faschistischen Regierung. Doch könnte Erdogan dies nicht durchführen, würden ihn nicht Länder wie Deutschland und Frankreich dabei unterstützen. Wir müssen klar die neokolonialen Bestrebungen benennen und anklagen, die für das Leid für Milliarden von Menschen auf diesem Planeten verantwortlich sind. Unsere Perspektive ist klar. Der Angriff auf die Frauenrevolution in Rojava und die anderen Teile Kurdistans ist ein Angriff auf uns alle. Ich wollte noch ein paar Worte sagen zu den Projekten, die auch gerade stattfinden im Mittleren Osten. Zum Beispiel baut der türkische Staat gerade... Zum Beispiel baut der türkische Staat gerade an der iranisch-türkischen Grenze eine riesige Mauer, die von der EU mitfinanziert wird. Diese Mauer wird finanziert von Geldern, die von der EU kommen, die im Namen des europäisch-türkischen Flüchtlingsabkommens zustande kommen. Mittlerweile wurden über 220 Milliarden Euro schon zum Bau dieser Mauer verwendet. Wir sehen da auch wieder klar diese neokolonialen Strukturen, Europa finanziert, dass Geflüchtete nicht nach Europa kommen können. Gleichzeitig benutzt die Türkei dieses Geld, um diese Mauer zu bauen, um sowohl Europa zu dienen, als auch ganz klar, das sagen wir ganz klar, weiter Kurdistan zu teilen. Es werden gerade sehr starke Bestrebungen fortgeführt, die... Kurdistan ist im Mittleren Osten. Kurdistan wurde vor 100 Jahren geteilt, unter vier Staaten geteilt, Irak, Iran, Syrien und Türkei. Und Kurdistan ist gerade eines der größten Ziele europäischer Machtexpansion, indem sie die Türkei stützen und die Türkei die kurdische Bevölkerung immer weiter zerteilt,
bombardiert, tötet und auseinandertreibt. Und diese Repressionen finden auch in Deutschland statt, durch das Verbot der PKK in Deutschland, durch die Repressionen, die kurdische AktivistInnen, Familien, kurdische Vereine erfahren. Die Liste ist lang, das ist alles nachzulesen. Im Internet gibt es sehr viele Informationen. Genau, und ich würde gerne noch die Worte von Kongre Azdar mit euch teilen. Kongre Azdar ist eine basisdemokratische, sozusagen ein Dachverband aller Frauenorganisationen in Rojava, im selbstverwalteten Gebiet Nordostsyriens, was unter anderem kurdische, aber auch assyrische, arabische Frauenorganisationen miteinander verbindet, um eine Einheit zu schaffen, um gegen diese Besatzung und die Zerstörung in Kurdistan, aber auch in Syrien allgemein bekämpfen soll. An diesem Tag des Widerstands und der Würde der indigenen Bevölkerung schließen wir uns dem Aufruf des Nationalen Kongresses der indigenen Völker, CNI, in Solidarität mit den widerständigen Völkern in Abi Ayala und auf der ganzen Welt an. Jetzt mehr denn je kämpfen wir gemeinsam gegen den Tod, der uns vom globalen patriarchalen Kapitalismus aufgezwungen wird. An diesem Tag, dem 12. Oktober, begann vor 531 Jahren die Kolonisierung des Kontinents Abi Ayala. Damit begann eine zerstörerische Ära der Ausbeutung und Unterdrückung der indigenen Bevölkerung, nicht nur in Abi Ayala, sondern auf der ganzen Welt. Eine hegemoniale Unterdrückungspolitik, die unter den Kolonialstaaten bis heute anhält. Sei es in Form von Kriegen, moderner Sklaverei, durch Konzerne und Wirtschaftsimperien, Landraub und Umweltzerstörung oder durch kulturelle Genozide, die Zerstörung der Sprachen und Kulturen indigener Völker und die Verweigerung von politischer Teilhabe und Selbstbestimmung. Jeden Tag werden Tausende von Männern, Frauen und Kindern Opfer dieses Systems und sind einer permanenten und grausamen Form des Krieges ausgeliefert. Dies ist das Ergebnis einer Weltordnung, die auf einer Mentalität der Zerstörung beruht. Zerstörung des Willens der Frauen, Förderung des Rassismus, Unterdrückung der persönlichen und kollektiven Identität, Zerstörung der sozialen Kultur und Ethik. Zweifellos ist die einzige Antwort Widerstand. Widerstand durch Bewusstseinsbildung, durch die Selbstorganisierung der Menschen und durch ihren Kampf, insbesondere den der Frauen. Deshalb ist der 12.10. ein bedeutender Tag. Nicht nur als Beginn der Besetzung eines Kontinents, sondern mehr als das, weil er den Beginn des Widerstands gegen jede Besetzung markiert. Der organisierte Widerstand der Menschen, die gegen Gewalt und Unterdrückung nicht schweigen, die sich dem Kolonialismus und den Verboten ausbeuterischer Regime nicht beugen. Nicht beugen, sondern sie ablehnen. Dies ist der Garant für Gerechtigkeit, Demokratie und die Freiheit aller Völker. Als Kongre Azdar, eine Bewegung von Frauen, die in Rojava, Westkurdistan und Syrien für die Freiheit kämpfen, kennen wir den Schmerz mit der Besatzung des eigenen Landes, dem Verlust der eigenen Geschichte, Sprache und Tradition verbunden ist, und wir kennen die Kraft des organisierten Widerstands. Seit vielen Jahren führen wir hier in Kurdistan und im Mittleren Osten als Frauen den Kampf für unsere Freiheit, die Freiheit unseres Landes und unserer Gesellschaft. In unserem Kampf und Widerstand fühlen wir uns mit allen unterdrückten Völkern weltweit, mit allen widerständigen Völkern und mit allen widerständigen Frauen verbunden. Wir, die wir besonders mit unserer Gesellschaft und unserem Land verbunden sind, sind Vorreiterinnen im Kampf für die Freiheit unserer Völker. In diesem Sinne bringen wir heute unsere Verbundenheit und Solidarität mit dem indigenen Widerstand zum Ausdruck und grüßen insbesondere alle kämpferischen Frauen, die daran beteiligt sind. Jinjian Azadi, Berhwedan Jiane.